Dann suchen wir jetzt die Männer vom Hauptmann. Präziser ging's nicht, ja? Oje, okay. Ich habe ja immer noch die Verkleidung. Das ist schon mal gut. Der steht da oben. Da kommt einer. Bleibt die jetzt da stehen oder bewegt die sich auch mal? Die steht da auch so blöd rum. Ist nicht die beste Verteidigung immer ein guter Abwehr? Wer hat einen Wettstein? Salzverschwendung ist ein wichtiger Teil des Lebens. Ah, Moment. Jetzt kommen Pfeile. Das ist gut. Was wollt ihr mit dieser alten Frau? Kennt ihr einen der Soldaten, die den Verräter festgenommen haben? Jeder weiß, dass Aisha die Ratte auf frischer Tat ertappt hat. Sie prahlte damit auf dem Marktplatz herum, bis die Kaiserlichen hereinströmten. Wenn ihr nach ihr sucht, dann schaut am besten mal bei ihr daheim nach. Aber die Kaiserlichen waren vielleicht schon vor euch da. Bei ihr zu Hause. Das wäre dann dort. Wenn ich das richtig sehe. Der steht hier so blöd. Zack. Woher wusste die eigentlich, dass ich kein Kaiserlicher bin? Ich bin doch so schön verkleidet. Die Kehle der Soldatin ist durchtrennt und es gibt mehrere blaue Flecken auf ihrer entblößten Haut. Ja, das ist ja eine geile Art, hier rauszugehen. Moment, der sieht mich sonst. Müssen wir gleich nachgucken. Weil wir wollen ja so ein bisschen inkognito bleiben hier, ne? Ihr seid jemand, die weiß, was sie will, ja? Wie kann Nasir euch dienen? Ich suche nach ein paar Leuten hier in der Stadt. Aber es sind doch Leute überall um uns herum. Geht es um bestimmte Leute? Dazu kann dieser nichts sagen. Dazu müsste man ihn erst davon überzeugen. Vielleicht lösen ein paar Münzen eure Zunge. Ein paar ist gut bei 347 Gold. Ah, ihr seid klug. Ich kann euch sagen, dass viele Bewohner dieser Stadt in ihren Behausungen bleiben. Manche aus Angst, andere warten auf Neuigkeiten. Vielleicht warten sie auf Neuigkeiten von euch. Den Rest werdet ihr allein herausfinden müssen, fürchte ich. Habt ihr seinen neuen Boden gesehen? Ich hatte es geahnt. Okay, aber wir müssen da irgendwo in die Richtung. Wenn wir diesem Krieg ein Ende bereiten, wird er unseres bringen. So, mal schauen. Können wir hier rum? Ach, wegen dem hinter mir. Oh, ich dachte gerade schon. Die bewegt sich ja nicht wirklich, ne? Nee. Okay, dann müssen wir da hinten rein. Verhaltet euch leise. Ihr weckt noch die Toten. Ja, ja. Ich muss das aufbrechen, darf mich dafür aber nicht hinsetzen, um es aufzubrechen. Das ist ja super. Hallöchen. Ihr seht nicht wie jemand von der 7. Legion aus. Warum seid ihr gekommen? Was wisst ihr über den Verräter von Hallins Wehr? Er versteckt sich, die Ratte. Sein Name lautet Maradem. Wenn ihr ihn finden wollt, müsst ihr einen Weg finden, um ihn herauszulocken. Wo kann ich ihn finden? Ich bin nicht sicher, wo er jetzt ist. Wenn ich das wüsste, dann würde ich ihm doch wohl selbst nachsetzen, oder nicht? Das weiß ich nicht. Wir müssen jetzt noch einen. Wo kam er denn jetzt eigentlich her? Moment. Okay. Das war alles so schön geplant.
Und ihr habt mich nicht erkannt. Und da laufe ich irgend so einem Idioten rein. Ja toll, jetzt haben sie hier nichts mehr oder was? Hier ist nochmal Wäsche. Weil er einzigartig ist und ihr ihn bereits besitzt. Wie soll ich das jetzt... Oder habe ich den jetzt gerade von den Typen geholt? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. So, Basti, hast du jetzt zu Ende gekämpft hier? Okay. Wo bin ich da jetzt jemanden in die Arme gelaufen? Ich verstehe es nicht. Die sind alle gelb. Stand die jetzt etwa hier vorne gerade? Ja, die bewegt sich. Ja, ja, okay. Wer hat einen Bettstein? Okay, hier oben ist noch mal einer. Beziehungsweise ein näher. Wenn ich jetzt wüsste, wo das letzte ist. Moment, da ist. Findet. Wo muss ich denn da hin? Ah, da muss ich da komplett durch. Okay. Aufpassen, dass jetzt hier oben keiner ist. Ich weiß nicht, ob die... Ja, ja, doch. Natürlich gehen sie auch hier oben rum. Aber ich soll sie eh tiefer finden. Schwuppdiwupp. Und normalerweise sollte die mich jetzt nicht gesehen haben. Hallöchen, rote Natter war es, glaube ich. Hier ist wieder einer. Habt ihr den neuen Kommandanten getroffen? Der sich bewegt oder sich nicht bewegt. Ich bin mir nicht sicher. Oh, da läuft natürlich direkt vor der Tür einer rum. War ja auch wieder klar. Mal gucken, ob der noch da ist, wenn ich rausgehe. Das wäre dann natürlich doof. Da hinten an der Ecke. Ich habe mich gefragt, ob mich jemand finden würde, bevor sie mich töten würden. Was wisst ihr über den Verräter von Harlins Wehr? Er ist Abschaum, der seine eigene Mutter für ein paar Münzen verkaufen würde und ständig Frauengeschichten hat. Fragt in der Taverne nach Nia, seiner neuesten Kurtisane. Sie kann euch sagen, wo er ist. Ich hätte ihm die Kehle durchschneiden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Wo kann ich ihn finden? Blöde Frage, nachdem ich ja nach Nia suchen soll. Nun, er war nicht dort, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Doch das ist schon ein paar Stunden her. Es gibt ja eine Taverne, in der er sich mit seiner neuesten Geliebten trifft. Schaut dort mal nach. Was sie ja gerade gesagt hat. Deswegen ist es eine doppelt dämliche Frage. So, mal schauen. Okay, die ist jetzt gerade auf der anderen Seite. Sehr schön. Die Taverne ist in die Richtung. Habe ich mich jetzt gerade schon... Hier ist alles rot. Da ist der Eingang. Hm. Schon wieder hier draußen? Oh, wie sieht's denn jetzt hier aus? Hm. Nicht mein üblicher Kunde. Aber das Geschäft läuft schlecht. Was kann ich für euch tun? Ich suche nach Maradem. Kennt ihr ihn? Vielleicht. Viele kennen Maradem. Aber nicht viele würden es zugeben. Ich habe ihn ein, zwei Male getroffen. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich muss ihn finden. Könnt ihr mir helfen? Wisst ihr, was mit mir passieren würde, wenn ich Maradem verrate? Oder überhaupt einen meiner Kontakte? Nein, ich kann euch nicht helfen. Und jetzt verschwindet, bevor jemand sieht, dass wir uns unterhalten. Euch bleibt keine große Wahl, Nia. Ufa, ihr lebt? Hallo? Kann er mich bei hier? Oh. Das ist kein Schmort. Nia wird uns helfen. Für unser aller Wohl. Doch ich verstehe ihre Angst. Wir müssen ihretwillen vorsichtig sein. Falls jemand Verdacht schöpft, dass sie irgendetwas damit zu tun hat, wäre das ihr Ende. Also, was machen wir? Wir brauchen noch immer Informationen von diesem Schuft. Zum Glück kenne ich einen einfachen Weg, sie ihm zu entlocken.
Gleich hier gegenüber liegt die Magiergilde. Sprecht mit einem Mann namens Rasin. Fragt ihn nach seiner Spezialität. Es ist ein sehr wirksames Betäubungsmittel, das nur er herstellt. Und dann? Ich werde Maradem mit Hilfe meiner lieben Nia eine Falle stellen. Sobald ihr das Pulver habt, bringt ihr es zum Gasthof der schläfrigen Eule auf dem Hügel. Dort erfahrt ihr die restlichen Einzelheiten von ihr. Ihr könnt euer Ziel von hier aus sehen, falls ihr euch orientieren müsst. Ja, das wäre schön. Die zeigen mir aber wieder nur an, dass ich reingehen soll und nicht, wo ich hingehen soll. Och, ich liebe es. Okay, dann... links rum. Und natürlich ist hier eine Fackel. Die Frage ist, bewegt die sich? Habe ich wahrscheinlich schon mal gefragt und bin wahrscheinlich schon dreimal an der vorbeigelaufen oder so. Aber ich habe so langsam gar keine Orientierung mehr. Hier drüben, nein! Ich gehe nach oben. Ich bin doch noch nicht mit Bankorei durch. Danach kann ich die Kriegergilde und die Magiergilde machen. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich bin ziemlich beschäftigt, also beeilt euch. Ja, jetzt wird's aber ein bisschen billig hier. Zweimal die gleiche Stimme in der gleichen Stadt, oder was? Ich brauche etwas von eurer Spezialität. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ich bin nur ein einfacher Apotheker, meine Freundin. Ufa schickt mich. Dieser Halunke. Manchmal wünschte ich, die Kaiserlichen würden ihn tatsächlich endlich schnappen. Hier ist euer Pulver. Es lebt schon wenige Augenblicke nach der Einnahme. Passt bloß auf, dass ihr nichts davon einatmet. Okay. Sprecht mit Nia im Gasthof der schläfrigen Eule. Der Gasthof ist eins höher. Die beiden sind gelb, das ist der rote. Okay, da ist auch nochmal ein roter. Zeig ich mal her hier. Der Ring der Dolche hat aber nichts direkt mit der Geschichte zu tun, nehme ich mal an. Deswegen, ihr könnt das gerne lesen. Aber ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil es mit der Geschichte selbst anscheinend nichts zu tun hat. Da ist sie. Habt ihr alles, was ihr braucht? Ja, da ist es. In der Nische steht eine Flasche Wein für euch. Stellt damit an, was ihr wollt. Ich werde sie Maradem servieren und dann könnt ihr und Ufa tun, was ihr tun müsst. Aber mit allem, was danach kommt, habe ich nichts zu schaffen. Ja, streng genommen auch nicht mit dem, was davor passiert. Außer, dass sie die Weinflasche halt eben serviert. Wartet hier. Okay. Aber ich beobachte. Ich bringe euch eine Erfrischung, mein Herr. Nia, ihr seid immer so gut zu mir. Dann lasst mich dieses edle Gebräu einmal kosten. Ein seltsamer Geschmack. Was ist das für ein Wein? Ein Wahrheitstonikum. Wer seid ihr? Was habt ihr mit Nia gemacht? Was war in diesem Wein? Ich stelle hier die Fragen. Wo ist die Grandin? Wie könnt ihr es wagen? Oh, was geschieht mit mir? Habt ihr mich vergiftet? Bitte, gebt mir das Gegenmittel. Ich sage euch alles. Dann beantwortet mir meine Frage. Sie ist vor dem Palast. Ich habe einen Schlüssel für den Pranger. Aber sie wird außerordentlich streng bewacht. Sie werden sie binnen einer Woche hinrichten. Mehr weiß ich nicht. Jetzt gebt mir bitte das Gegenmittel. Ich werde euch den Schlüssel geben. Ihr blökt wie ein angeschnittenes Lamm. Ufa, ich dachte, ihr seid tot. Das war auch so gewollt. Nehmt ihm den Schlüssel ab und lasst ihn liegen. Na toll. Okay, geht zu den Palastanlagen. Achso, das war eine Vase, das war kein Buch. Ah, ich wusste, da war doch was. Er hasst jeden.
können wir noch hier, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da kommt schon wieder die erste Fackel gelaufen. So, Palastanlagen sind da oben. Oh, hier ist keiner. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gedacht, die sind besser. Hä? Ach so. Gut, ich bin frei. Lass das Volk wissen, dass die Zeit gekommen ist. Erleuchtet die beiden Wachtürme. Wir müssen uns gegen die Kaiserlichen erheben. Natürlich, meine Nichtherren. Wir dürfen nicht scheitern. Geht! Erleuchtet sie! Ja, mach ich doch schon! Einmal. Schon komisch, dass jetzt auch keiner angelaufen kommt. Das sind aber alles die. Was wollt ihr? Ich will noch den zweiten Turm erleuchten. Ich denke, dann kommen noch mehr. Und zweimal. Wo ist er? Nun. Da. Es wird Zeit. Wo ist der Rest eurer Leute? Sie wappnen sich für die Schlacht. Wir erhalten den Palast, während ihr die Kaiserlichen drinnen ausschaltet. Wir müssen das alles schnell erledigen. Was ist mit der Grandin? Sie ist nicht in der nötigen Verfassung für einen Kampf. Ich kann mir gar nicht ausmalen, welche Qualen sie unter der Herrschaft der Kaiserlichen erlitten haben muss. Ihr seid unser Symbol, meine Freundin. Unser Symbol der Freiheit. Und wir haben einen mittleren lehrenden Gürtel erhalten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sofort zuschlagen. Denn sonst bleibt den Kaiserlichen Zeit, um sich auf einen Angriff vorzubereiten. Was muss ich tun? Geht hinein und tötet diese kaiserliche Sada Secundus wie die Hündin, die sie ist. Wir wissen nicht, welche Truppen sie begleiten. Wir zählen auf euch. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Okay, erstmal reden. Ich habe viel von euch gehört. Endlich treffen wir uns persönlich. Ich bin gekommen, um den kaiserlichen Hallins Wehr zu entreißen. Forsch, das gefällt mir. Es ist bedauerlich, dass ihr euch für die falsche Seite entschieden habt. Die Legion braucht mehr Soldaten mit dieser Einstellung. Ach, sei's drum. Hallins Wehr wird unsere größte Festung auf dem Territorium des Bündnisses werden und kein dahergelaufener Emporkömmling wird das in Frage stellen. Ich bin anderer Meinung als ihr. Glaubt ihr, dass ich hier jeden fraglos hereinspazieren lasse? Ihr seid eine Närrin. Genau wie der Rest von ihnen. Es wird mir Freude bereiten, euch sterben zu sehen. Okay, du bist wahrscheinlich schon mal der erste Verräter. Ich werde nicht noch einmal versagen, Secundus. Hatte ich den nicht schon mal ermordet? Hallo, was war denn das hier? Sadas, die Bewohner von Hallins Wehr fordern eure Kapitulation. Wenn ihr euch nicht ergebt, ist euer Leben vertan. Hallo? Lasst sie nicht gewinnen. Sie ist die Treppen hochgerannt, also seid vorsichtig. Hallins Wehr vertraut auf euch. Okay, also wir laufen auch mal die Treppen hoch. Jetzt wird's mir angezeigt, okay. Ich werde an euch ein Exempel für diese Hunde statuieren. Olle. So, Moment, jetzt kann ich wieder runter, ne? Ja, verlass den Palast. Mach mal. Da ist er. Was wollt ihr? Ihr habt es geschafft. Die siebte Legion wird Beute für uns sein.
Ist Hallins Wehr befreit? Die Kaiserlichen hatten keine Chance. Wir haben ihre Stellungen im Sturm genommen und ohne ihre Anführerin hatten sie keine Fluchtmöglichkeit. Die wenigen, die noch übrig sind, werden rasch fallen. Ihr wart bei dieser ganzen Sache entscheidend. Ich hatte eure Hilfe. Die Grandin wird sicher auch etwas zu sagen haben. Da kommt sie schon. Stolze Bewohner von Hallins Wehr, wir waren heute siegreich. Eine Fremde hat dazu entscheidend beigetragen. Lasst uns das nie vergessen. Und auch nicht die, die im Kampf gefallen sind. Euch haben wahrlich die Götter. Und hier ist die Retterin meines Volkes, meiner Stadt und mir. Wir alle stehen in eurer Schuld, meine Freundin. Was kommt als nächstes in Hallins Wehr? Wir müssen alles wieder aufbauen. Die Kaiserlichen haben unsere schöne Stadt geschändet, aber wir werden aus den Sanden wieder auferstehen. Dazu habt ihr uns die Gelegenheit gegeben. Eure Taten und eure Opfer werden niemals in Vergessenheit geraten. Und wir erhalten einen erfüllten Froststab vom Set Vampirfürst. Und theoretischerweise sollte dann jetzt auch die neue Quest kommen. Die aber nicht kommt. Ach so, Reis zur Halle der Helden. Ah, ja, ja, ja. Das hatten wir ja vorhin gelesen. Nee, das war jetzt nicht das, sondern das hier. Das hatten wir ja vorhin gelesen, dass die, genau, Septimatan, dass die zur Halle der Helden wollte. Das heißt, schauen wir uns mal kurz an, wo das ist. Ich glaube hier unten, ne? Es wird nicht angezeigt, aber es ist hier unten. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, damit dann, vielleicht nicht in der nächsten Folge, ich weiß nicht, wie lang es genau dauert, aber damit werden wir dann die Geschichte in Bankorei hier auch abschließen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.